Meine sehr geehrten Damen und Herren, guten Abend. Mein Name ist Werner Mumm, ich bin Direktor der Wiener Arbeiterkammer und ich darf Sie sehr herzlich zum 27. Stadtgespräch, das wir gemeinsam mit der Zeitschrift Falter veranstalten, herzlich begrüßen. Besondere Freude ist es uns, dass Frau Professor Helga Nowotny unserer Einladung gefolgt ist zu einem doch, glaube ich, auch durchaus auch aktuellem Anlass sehr, sehr interessanten Thema. Ich darf sagen, aus einigen Interviews, die in der letzten Zeit gekommen sind, ist mir eines aufgefallen. Frau Professor Nowotny hat ihren PhD bei Paul Lazarsfeld gemacht, den viele hier, glaube ich, als einen wesentlichen Sozialforscher kennen, aber vor allem auch seine Frau Marie Jahoda. Und da schließt sich ein bisschen der Kreis zur Arbeiterkammer, denn die Arbeiterkammer war 1932 Mitauftraggeber oder davor der Studie Die Arbeitslosen von Marienthal. Und Sie wissen, eine ganz, ganz zentrale Studie, die, glaube ich, wesentlich bahnbrechend zum Thema Arbeitslosigkeit gearbeitet hat und die sozialen Konsequenzen, die sich aus Arbeitslosigkeit ergeben. Das ist das eine, was mir aufgefallen ist. Und in einem anderen Interview hat Frau Professor Nowotny gesagt, wie schwer es war, in Österreich eigentlich Fuß zu fassen, wenn man PhD und eine Habilitation hat, wie mühsam das ist und wie konservativ die österreichischen Universitäten zu dieser Zeit waren. Und da ist mir auch in Erinnerung, dass es nicht nur die Frauen besonders schwer hatten, sondern auch kritische Ökonomen, denn ein Teilnehmer dieses Stadtgesprächs, einer der größten Ökonomen, die Österreich hervorgebracht hat, nämlich Professor Rothschild, hat auch erst sehr, sehr spät eine Professur, und ich sage jetzt nicht bösartig, nur in Linz erhalten, aber er hat es Hertha Firnberg zu verdanken, dass er überhaupt eine Professur in Österreich bekommen hat. Also einer der größten Ökonomen, die Österreich in der letzten Zeit hervorgebracht hat. Auch das ein Hinweis, wie es damals an den österreichischen Universitäten zugegangen ist. In diesem Sinn noch einmal herzlichen Dank für Ihr Kommen und ich wünsche Ihnen einen interessanten und spannenden Abend. Dankeschön. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Helga Nowotny war Professorin an der Universität Wien, an der ETH Zürich und in Budapest. In den letzten 4 Jahren bis Ende 2013 war sie Präsidentin des Europäischen Forschungsrats, den sie davor auch wesentlich mit aufgebaut hatte. Im Vorjahr habe ich da eine Liste, wo sie Vorträge gehalten hat, unter anderem in Cambridge, in Bern, in Paris, in Berlin, in Neapel, in Wien, in London, in Vilnius, in Davos und so weiter. Die Financial Times von im Jahr 2011 hat Helga Nowotny neben den Chefinnen von Facebook und IBM als eine der wichtigsten Frauen weltweit in Wissenschaft und Forschung bezeichnet. Es gibt ganz wenige Österreicher, die international wirklich wichtig sind. Helga Nowotny zählt zu ihnen und umso mehr freuen wir uns, dass sie heute Abend hier ist. Ja. So war's gemeint. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir vor 15 Jahren hatten. Das war im Jahr 1999 und wir haben darüber geredet, was das kommende Jahrhundert bringen wird. Und Sie haben gesagt, diese Fragen, die alle vor uns liegen, also das Klima, das Wasser, die Weltbevölkerung,
die Atomindustrie und die Atomwaffen. Das ist alles sehr wichtig, aber das wird alles lösbar sein, möglicherweise nach einigen Katastrophen, aber es wird lösbar sein. Die zentrale Frage des 21. Jahrhunderts wird sein, was wird aus dem Menschen? Das war, wie gesagt, 1999. Ich habe dieses Gespräch in der Zwischenzeit mehrmals zitiert und daher auch nicht vergessen. Vor einigen Jahren ist dieses Buch erschienen, Die gläsernen Gene, die Erfindung des Individuums im molekularen Zeitalter, von Helga Nowotny und dem Stammzellenforscher Giuseppe Testa, erschienen bei Suhrkamp. Und die Frage ist jetzt, wenn der Mensch im 21. Jahrhundert neu erfunden wird, was bleibt vom Alten übrig? Ich glaube genug, weil das Neue immer auf dem Alten aufbaut. Wir sehen das ja auch in der Evolutionsgeschichte. Ich weiß nicht, wie vielen im Saal hier bewusst ist, dass wir sogar zwischen, Schätzungen sind zwischen 1-3% unserer Gene sind Neandertaler-Gene. Also älter kann man es nicht machen. Und insofern glaube ich schon, dass wir das Neue manchmal überschätzen, aber das Neue, um als Neues wahrgenommen, angenommen zu werden, muss in irgendeiner Form auch kompatibel mit dem Alten gemacht werden. Also der Mensch, wie wir ihn jetzt kennen, die Menschen, wie wir sie jetzt kennen, werden nicht verschwinden, sie werden sich weiterentwickeln. Aber anders, ja. Ich habe jetzt vor wenigen Tagen einen Überblick gesehen, was seien bei Science und Nature die wichtigsten Forschungsthemen und Ergebnisse des Jahres 2013 gewesen. Und da geht es eigentlich fast ausschließlich um Biowissenschaften, Molekularbiologie, Hirnforschung, also um dieses Feld, wobei man in dem Fall hinzufügen muss, da spielt Österreich ja bis zu einem gewissen Grad mit, denn das, wo wir international gewisse Stärken haben, das ist die Physik und die Biowissenschaften. Das ist richtig. Also die Life Sciences, wie man auf Neudeutsch sagt, sind explodiert in den letzten 20 Jahren. Und das wurde ermöglicht, indem man eben auf die molekulare Ebene runtergehen konnte, indem man jetzt viel besser versteht, welche Regelwerke existieren, die unsere Gene steuern. Also es sind nicht so sehr die Gene, das war eine Fehleinschätzung, als das Genom entschlüsselt wurde, dachte man so, also jetzt weiß man, die große Überraschung war, man hat angenommen, es wird an die 100.000 Gene gefunden werden. In Wirklichkeit sind wir sehr bescheiden und haben nur 20 oder höchstens 25.000. Aber das Wichtigste ist, dass wir draufgekommen sind, diese Gene werden in sehr, sehr komplizierten Regelwerken gesteuert. Und dadurch machen sich natürlich völlig neue Fragen auf. In welcher Weise spielt die Umwelt mit hinein? Es gibt so etwas wie die Epigenetik, wo man eben darauf gekommen ist, dass die Umwelteinflüsse auf die genetische Ausstattung der Menschen Rückwirkungen hat in bestimmten Fällen. Man hat nicht genau gewusst, durch welche Mechanismen. Dass die Umwelt einen Einfluss hat, das wissen die Menschen, seitdem sie Feuer gemacht haben. Also das ist eine alte, ein altes Wissen. Aber jetzt weiß man eben, wie genau welche Mechanismen, also man weiß noch lange nicht alles, aber man weiß und beginnt diese Mechanismen genauer zu kennen. Und in den Life Sciences haben wir halt jetzt enorm viel Daten. Also es ist eine Datenflut vorhanden durch die Sequenzierung der Gene. Weiß man eben viel mehr und es wird darauf ankommen, was machen wir mit diesen Daten.
Und eine Frage, die sich natürlich stellt, ist, inwiefern wird das auch in unseren Schulen unterrichtet? Was wissen die Österreicher, Österreicherinnen über ein Genom? Was ist das? Was bedeutet Sequenzierung? Und das stellt auch neue, interessante Fragen, uns kennenzulernen als ein biologisches Wesen auch, mit Genen, die ja auch interessant sind für uns. Kommen wir zur österreichischen Situation zurück. Ich sagte, in diesem Bereich der Biowissenschaften ist Österreich tatsächlich führend mit dabei. Ansonsten ist die allgemeine Einschätzung, und das ist auch die Ihre, dass Österreich Mittelmaß ist. Wie gesagt, mit Ausnahmen, also Cooking und der Life Science Cluster in Wien und das Institut von Professor Zeilinger und so weiter. Es gibt da noch mehr. Aber im Großen und Ganzen Mittelmaß, und der Schweizer Physiker Professor Imboden, der jetzt der Chef des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung ist, des FWF, den habe ich mit einem Zitat jetzt gefunden vor kurzem, dass in Österreich die Grundlagenforschung als allgemein und jedenfalls in der Politik als Luxus gelte. Erleben Sie das auch so? Ja, nachdem ich ja etliche Jahre an der ETH Zürich war, kann ich das nur bestätigen, und Dieter Imboden war einer meiner Kollegen an der ETH, die Schweiz, die vergleichbar Österreich ist von der Größenordnung her, ich glaube auch vom Lebensstandard her, leistet sich zwei internationale Forschungsuniversitäten, nämlich die ETH Zürich und die kleinere Universität in Lausanne, im französischsprachigen Teil der Schweiz. Und diese beiden Universitäten sind wirklich top internationale Forschungsuniversitäten. Es gibt ja die Rankings, und man kann von den Universitätsrankings, die kann man kritisieren, aber sie sind einmal da. Und wenn es um Europa geht, also die Besten sind nach wie vor in den USA, und wenn es um Europa geht, gibt es Cambridge und Oxford. Und dann die erste Universität, die danach kommt in Europa, ist die ETH Zürich. Und nachdem ich das erlebt habe, es geht nicht nur um die finanzielle Ausstattung, die ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber die ETH wird als eine Universität geführt, wo der Präsident der Universität die Hälfte seiner Zeit nur mit der Rekrutierung neuer Professoren und Professorinnen verbringt. Das heißt also, es ist eine Universität, die sich bewusst ist, die Qualität und der Output hängt im Wesentlichen vom Input ab. Das heißt also, wer wird dort berufen als Professor und Professorin? Und es gibt eine sehr flache und unbürokratische Hierarchie. Und was mich persönlich sehr erstaunt hat, also ich habe mich nicht beworben, ich wurde eingeladen und habe ein Angebot bekommen. Das ist an der ETH üblich. Es gibt also nicht die Berufungskommissionen, wo man schon im Vorhinein weiß, wer berufen wird, sondern das ist ein offener Prozess bis zum Schluss. Und als es dann darum ging, den Vertrag, meinen Dienstvertrag zu unterschreiben, habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass in diesem Dienstvertrag keine Anzahl von Lehrverpflichtung festgelegt ist, sondern es steht nur drinnen, man verpflichtet sich, das Fach, für das man berufen wird, in Lehre und Forschung auf dem höchsten internationalen Niveau zu vertreten. Punkt. Und das ist so ein Beispiel für die Unterschiede, auf die Dieter Imboden dann ja auch zurückgekommen ist. Was hat das für Konsequenzen? Was die Lehre betrifft. Also was die Lehre betrifft, heißt das, man zunächst einmal, es gibt Zulassungsprüfungen, obwohl ich wollte wissen, wie halten das die Professoren dann? Die Professoren müssen sich... Ist das eine moralische Verpflichtung, die sie dann auf sich nehmen? Absolut.
Unterrichten also, Sie dann möglicherweise, weil sie dann freigestellt ist, ein bisschen mehr, als Sie es mit einer Zwangsverpflichtung man hätten? Man muss sich das mit den Kollegen und Kolleginnen ausmachen. Mhm. Das heißt also, es stiftet schon, wenn man so will, einen gewissen Druck, ja, kollegial. Nicht jeder macht das, was ihm einfällt, sondern wir sind in einem Departement, wie das heißt. Also wir sind verantwortlich für Lehre und Forschung, ob das jetzt Mathematik ist oder Umweltwissenschaften oder was immer. Wir sind verantwortlich für Lehre und Forschung in diesem Departement. Und wir müssen uns das ausmachen. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, also in diesem kommenden Semester möchte ich weniger unterrichten, weil ich habe jetzt ein Forschungsprojekt, das in eine heiße Phase kommt. Aber dann in Zukunft bin ich bereit, mehr zu unterrichten. Also man macht sich das untereinander aus. Und also das ist diese Art von Selbstorganisation auch, die dann zum Tragen kommt. Ich habe hier gefunden einen Vergleich zwischen Österreich und der Schweiz. Da muss man dazu sagen, die Bevölkerungszahl ist ziemlich gleich. In der Schweiz sind es ein paar hunderttausend weniger, aber beides über 8 Millionen. Und zwar geht es hier um den Zeitraum von 2007 bis 2012, geförderte Projekte durch den Europäischen Forschungsrat. Die Schweiz hat 243 und Österreich hat 77. Also Österreich hat nicht einmal ein Drittel der Schweiz. Und jetzt muss man da noch dazu sagen, dass die geförderten Projekte in Österreich ganz wesentlich auch zu einem relevanten Teil zusammenhängen mit ausländischen Forscherinnen und Forschern, die in Österreich arbeiten. Das heißt, die Internationalisierung ist ganz besonders wichtig, gerade für Österreich. Und ich erinnere mich noch genau, wie die Forschungsinstitutionen, die Akademie der Wissenschaften, die Unis, flehentliche Briefe an die Innenministerin, das war damals die FECTA, geschrieben haben, dass sie die Forscher einreisen lassen sollen, ohne besondere Schikanen, und möglicherweise bringt der eine oder die andere sogar eine Familie mit. Das war, man, also jetzt gelegentlich hat man das, den Eindruck, das Innenministerium ist schon eine ganz besonders blöde Institution, aber das hat sich jahrelang hingezogen, diese öffentlichen Appelle ans Innenministerium, die Leute nicht an der Grenze stehen zu lassen. Das ist ein wichtiger Forscher, eine wichtige Forscherin. Und es zeigt aber natürlich nicht nur, wie das Innenministerium beschaffen ist, sondern es zeigt auch, welchen Stellenwert Wissenschaft und Forschung in Österreich haben. Ja, also die Schweizer von diesen 200, wie viel immer es auch sind, da sind natürlich auch sehr viele Nicht-Schweizer dabei. Und der Schlüssel dafür ist die Internationalisierung, genau. Eben. Und etwas Ähnliches ist in Großbritannien der Fall. Also von den Ländern, an die die meisten ERC-Grants gehen, Nummer eins ist Großbritannien. Und auch da gibt es einen sehr hohen Anteil an Nicht-Briten. Und das heißt also, die Botschaft ist ganz eindeutig, wenn ein Land in der Forschung international reüssieren will, attraktiv sein will, dann muss man sich internationalisieren. Es sind die besten der Jungen, insbesondere Forscher und Forscherinnen, die dann dorthin gehen, wo sie gute Arbeitsbedingungen finden, und natürlich ein Visum ist unabdingbar notwendig. Sie sind ja jetzt Beraterin des Wissenschaftsministers, der in Wirklichkeit der Wirtschaftsminister ist. Ich würde einmal im Innenministerium vorbeigehen und denen das erklären, weil ich glaube, dort ist es immer noch nicht angekommen. Und der Titel unseres Gesprächs heute lautet Forschungsfreie Zone, Fragezeichen, zum Stellenwert der Wissenschaft in Österreich. Der Titel wurde von Ihnen vorgeschlagen. Ich habe mich damals gefragt, das war schon vor Monaten, ist es wirklich so schlimm in Österreich? Und jetzt habe ich vor 2 Monaten, Ende Dezember, war im Standard ein Interview mit Professor Zeilinger, der jetzt Präsident der Akademie der Wissenschaften ist.
Standard, wie viel mehr braucht die Grundlagenforschung? Zeilinger, wir haben 12% Wachstum pro Jahr errechnet. Es geht um die Frage, gelingt diesem Land ein Befreiungsschlag gegen gewisse lähmende Mechanismen der Politik? Standard, was passiert, wenn die österreichische Regierung keinen Wachstumspfad in der Forschungsförderung geht? Zeilinger, das wäre eine Tragödie für dieses Land. Nun, momentan haben wir als zentrales Thema eine Kärntner Bank. Also die Frage ist, wie viel kann denn unter diesen Umständen für die Forschungsförderung übrig bleiben? Sind Sie als jetzt im Wissenschafts-Wirtschaftsministerium zumindest gelegentlich aus- und eingehend diesbezüglich optimistisch oder ist es so schlimm, wie Zeilinger es da gerade beschreibt? Darf ich das nur qualifizieren? Ich bin nicht die Beraterin des neuen Wissenschaftsministers, sondern ich stehe einem kleinen Gremium vor, die alle aus dem Ausland kommen, und wir beraten den neuen Minister in Sachen europäischer Forschungspolitik. Mhm. Also ich kann nicht sagen, alles klar, jetzt das Innenministerium soll das oder jenes tun, aber es unterstreicht die Wichtigkeit von Europa für die österreichische Forschung. Also es ist ohne dies selbstverständlich, Forschung ist international, man kann sich nicht abschotten. Die Schweiz hat ja jetzt ein großes Problem mit der letzten Abstimmung, auch im Bereich der Forschung. Also es gehen die Wogen hoch, weil man nicht weiß, was bedeutet das. Und um auf Österreich zurückzukommen, ich habe den Titel gewählt, bewusst als eine Polemik, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass die Bedeutung der Forschung viel zu wenig in der Öffentlichkeit präsent ist, in der Politik nicht präsent ist und dass wir in einer gewissen Weise unsere Zukunft aufs Spiel setzen. Und was Zeilinger hier meint, ich gebe ihm völlig recht, aus meiner Sicht, es hat lang genug gedauert, bis Österreich international für junge Forscher und Forscherinnen so attraktiv ist, dass die Leute gern hierher kommen, also Life Science Clusters oder eben das Institute for Science and Technology Austria und andere. Es gibt auch einzelne Universitäten, die durchaus attraktiv geworden sind für junge Forscher und Forscherinnen. Zwischenfrage, hängt es auch mit der Lebensqualität in Österreich zusammen? Das heißt, für Forscher ist es nicht unattraktiv, wenn man das Institut verlässt, hier zu sein? Das ist ein großes Plus, das Österreich zusätzlich hat. Aber für die Forscher, die kommen jetzt nicht nach Wien, weil Wien so ein tolles Kulturangebot hat und hohe Lebensqualität hat. In erster Linie wollen sie gute Arbeitsbedingungen haben. Und gute Arbeitsbedingungen heißt nicht nur ein gut ausgestattetes Labor, sondern man will auch andere interessante Leute haben am Arbeitsplatz, mit denen man über die Forschung reden kann. Und das, glaube ich, ist viel zu wenig im Bewusstsein vorhanden, wie unglaublich schnell die Entwicklung außerhalb Europas vor sich geht. Also alle, die aus verschiedenen Gründen beruflich mit Forschung zu tun haben, die jetzt in Singapur sind oder aus China zurückkommen, haben einfach diese Geschichten zu erzählen, wie sehr diese Länder Korea aufholen in Sachen Forschung. Also da wird sehr viel Geld hineingesteckt. Die Publikationen, da gibt es dann andere Probleme damit, weil die Chinesen bezahlen die Wissenschaftler für Publikationen, die sie unterbringen, was dann halt nicht der richtige Weg ist. Und manchmal kommt halt dann die Qualität auch nicht zustande, die man sich wünschen würde. Aber diese Länder holen rasant auf. Dann kommt dazu, dass viele der großen amerikanischen Universitäten Zweigstellen in asiatischen Ländern gründen. Also Princeton hat Zweigstellen, Harvard hat Zweigstellen und so weiter. Das heißt also, es wird bewusst auch etwas exportiert in diese Länder von der Forschungskultur, von der Bildungskultur. Und in Europa sind wir,
tun wir so, als ginge uns das nichts an. Kurze Nebenbemerkung zur Schweiz, weil ich, dass die EU jetzt überlegt, etliche Abkommen mit der Schweiz zu stornieren unter diesen Bedingungen, das finde ich verständlich, aber zum Beispiel, dass sie jetzt überlegen, das Erasmus-Programm zu stornieren, das finde ich unverständlich, weil die Schweizer Studentinnen und Studenten, die damit zum Handkuss kämen, das sind bestimmt nicht die, die die Blocher-Initiative gewählt haben. Also die Schweizer Studentinnen und Studenten dafür zu bestrafen, das hielte ich wirklich für falsch. Gerade ein solches Programm sollte man aufrechterhalten und andere dafür stornieren. Aber kommen wir zu einem zentralen Begriff der europäischen Forschungspolitik zurück, der auch ein zentraler Begriff für den Forschungsrat ist, nämlich der Begriff Exzellenz. Bevor wir ihn zu definieren versuchen, Sie, meine ich zunächst einmal, das ist ein unangenehmes Wort, weil es schließt aus und es soll auch ausschließen und es tut so, als hätte es diese wirklich vehementen Kämpfe in den späten 60er Jahren und in den 70er Jahren um den Elitenbegriff nicht gegeben. Also für Linke ist dieser Begriff der Exzellenz ganz eindeutig sowas wie ein Rollback. Also ich sehe das nicht so. Und ich sehe das nicht so, weil in der Wissenschaft, und manchmal muss man die Wissenschaft mit dem Sport vergleichen. Im Sport geht es ja auch darum, und wir erleben das halt jetzt mit der Olympiade Tag für Tag, es geht darum, die Besten, die sich jahrelang darauf vorbereiten, in einem fairen Wettkampf herauszufinden und diese Besten dann eben zu belohnen durch eine Medaille, durch Anerkennung. Und das Wissenschaftssystem ist in diesem Punkt ähnlich. Was die Wissenschaftler antreibt, ist zunächst einmal die innere Motivation, das ist die Neugier, das ist Leidenschaft für ein Thema, das, was man erreichen will, was man herausfinden will. Aber dann geht es um Anerkennung. Und die Anerkennung kann nur von den Leuten kommen, die verstehen, was man macht. Daher braucht also jemand wie Herr Zeilinger, braucht dann andere Physiker, die sagen, ja, also Zeilinger macht großartige Physik. Und das ist diese Art von Anerkennung. Und für mich ist das, was wir versucht haben mit diesem Exzellenzprogramm im europäischen Rahmen zu machen, deshalb so wichtig, weil sehr viel von dem anderen Teil des Rahmenprogramms, da geht es um Kooperation, man will Länder, die aus verschiedenen Gründen wie Portugal oder Griechenland früher abgehängt waren wissenschaftlich, da gab es extra Punkte dafür, wenn man einen Forscher aus Griechenland hereinholt oder aus Portugal hereinholt. Also das sind andere Teile dieses europäischen Programms für kooperative Forschung, wo eben dann Teams gemeinsam forschen. Und die Bedeutung des Europäischen Forschungsrates war, dass wir die Möglichkeit hatten zu sagen, Grundlagenforschung ohne irgendwelche anderen Auflagen. Also woher die Leute kommen, ist egal. Es geht auch um Einzelpersonen, denen wir dann genügend Mittel geben. Also es geht dann bis 2 Millionen, 3 Millionen, je nachdem, für 5 Jahre. Und aber keine Förderung für die neuen Mitgliedstaaten oder was richtig, immer. Richtig, nicht? Also Exzellenz in diesem Sinn. Und dann muss man natürlich sagen, also diese Exzellenz ist zahlenmäßig begrenzt, das ist klar. Ja. Nicht alle können Exzellenz sein. Aber Wissenschaftler wissen, dass es diesen Wettbewerb gibt und wenn er fair gemacht wird, ist das die Bestätigung und die Anerkennung, die man haben will. Und wir haben dann auch
Diskussionen gehabt mit auch mit Ministern aus den neuen Mitgliedstaaten, die gekommen sind und gesagt haben, also solltet ihr nicht in euren Kriterien sozusagen einen Bonus für uns einführen. Und wir haben gesagt, im Augenblick, wo man beginnt, dieses System zu verbessern, ja, also Bonus für das, Bonus für jenes, ist die Exzellenz weg. Ja, ja. Nein, ich verstehe schon. Es ist ja eine grundsätzliche Auseinandersetzung. Ja. Es sind einfach zwei Positionen, ich verstehe das schon. Und die Bedingungen, unter denen Europa sich international zu bewähren hat, sind einfach solche. Das ist schon klar, aber ich sage nur, das alles ist weggewischt, was wir an Diskussionen da gehabt haben. Es ist in unserem Gedächtnis abgespeichert, aber es spielt keine Rolle. So will ich das nicht abschließen. Nein, ich glaube, es ist wichtig zu sehen, was wir auf europäischer Ebene anbieten können, ist ja nur ein Bruchteil dessen, was in Europa in Forschung und Bildung investiert wird. Und insofern ist das, was in den Mitgliedstaaten passiert, unabdingbar notwendig, damit man dann also in dieser Top-Liga spielen kann. Und dann geht es darum, den Zugang zu ermöglichen, Talente zu fördern und zu sagen, ja, also wir möchten unsere jungen Forscher und Forscherinnen auch so weit bringen, dass sie da mitspielen können. Gut, und jetzt zur Frage, was Exzellenz eigentlich ist. Aus der Göttinger Rede von Helga Nowotny auf der Suche nach Exzellenz zitiere ich: Wenn ich gefragt werde, wie ich Exzellenz definiere, dann sage ich gern, man erkennt sie, wenn man ihr begegnet. Das ist ziemlich elitär formuliert und wissenschaftlich nicht besonders exakt, würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist ein relationaler Begriff, also Relation. Man muss diejenigen, die beurteilen und die beurteilt werden, also das ist das Peer-Review-Verfahren, man muss versuchen, die auf derselben Ebene anzusetzen. Und in der Forschung, wenn ich vorher gesagt habe, was ist für einen jungen Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin interessant, um nach Österreich zu kommen. Natürlich, also Musik, Lebensqualität, alles gut und schön. Aber letzten Endes ist die entscheidende Frage, wenn ich an diese Einrichtung komme, finde ich dort interessante Leute, mit denen ich über meine Forschungsprobleme in der Wissenschaft diskutieren kann. Und das äußert sich dann so, dass wir ganz genau sehen, Exzellenz sieht Exzellenz an. Und man erkennt sie, wenn man ihr begegnet. Gut, jetzt, ich habe da eine relativ gnadenlose Definition gefunden, was die, von Frau Nowotny, was die Rekrutierung betrifft und auch die Besetzung der Professuren an den Universitäten, nämlich A-Liga wählt A-Liga und B-Liga wählt C-Liga. Das heißt, die wirklich Bedeutenden wollen neben sich andere Bedeutende oder noch Bedeutendere haben. Die Mittelmäßigen aber wollen neben sich Schwächere haben, weil sie mittelmäßig sind. Das ist ein Problem, das es an Universitäten gibt und das auch den österreichischen Universitäten nicht unbekannt ist. Und natürlich, irgendwann kommen dann die aus der C-Liga dran, dann gibt es möglicherweise noch die D-Liga und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es dann wieder nach oben geht. Das ist so wie in einem Strudel, wenn man ganz unten ist, dann kommt man raus, aber zuerst einmal geht es ziemlich bergab. Es gibt einen italienischen Physiker namens Segret, der hat das sogar auf eine Formel gebracht. Ah ja. Also wie lang muss die Rekrutierung bergab gehen, damit sie wieder bergauf geht? Ich verstehe. Das ist eine ziemlich... Also es ist ein Phänomen, wie Sie richtig sagen, an den Universitäten, weil die Universitäten eben diese Selbstrekrutierung ja betreiben sollen. Ja. Das ist nicht ein Minister, der jetzt sagt, wer wird an eine Universität berufen, es sind die Kollegen an der Universität. Und dann ist das Phänomen so, dass
Die A-Liga. Die A-Liga. Ja. Was halten Sie denn vom Uni-Ranking? Also international ist jetzt die Universität Wien die einzige, die unter die besten 200 gekommen ist. Die vorderen Plätze, also die vorderen 10, sind zwischen den Amerikanern und den Engländern aufgeteilt, ein bisschen mehr Amerikaner, wobei ich mich, als ich das gelesen habe, daran erinnern kann, vor wenigen Tagen habe ich im Radio einen Bericht gehört, dass einem Viertel der Amerikaner neu ist oder neu wäre, wenn man es ihnen sagte, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Und wir wissen auch, dass eine Mehrheit der Amerikaner, und das sind eben nicht nur die Kreationisten, der Meinung ist, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat und am 6. Tag hat er den Menschen geschaffen. Und gleichzeitig gibt es aber Harvard und MIT und Yale und Princeton und so weiter und so fort. Das heißt aber, dass dieses Spitzenniveau von Forschungsstätten und auch Städten der Lehre in keiner Weise korreliert mit dem allgemeinen Bildungsniveau. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Oder wie? Das ist richtig. Also wenn wir an uns orientieren, USA, wir sehen nur die Ivy League, nicht? Also die Top-Universitäten. Wir sehen nicht, dass in den USA gibt es an die 4000 Universitäten und Colleges. Es gibt in den USA allerdings eine Einrichtung, die jetzt finanziell schwer zu kämpfen hat, aber die sehr sinnvoll war, die Community Colleges. Mhm. Das heißt, das waren 2-jährige Colleges, die für Leute, die berufstätig waren, abends und in speziellen Kursen besucht werden konnte. Also da gab es ein Gegengewicht zu diesen Ivy League Universitäten. Wir können natürlich das amerikanische Bildungssystem kritisieren und es gibt sehr viel zu kritisieren, angefangen von den enorm hohen Studiengebühren, die dazu führen, dass die Leute sich jetzt verschulden. Die haben aber ein gutes Stipendiensystem. Ja, aber das reicht zurzeit nicht mehr aus, weil zum Beispiel, also ein ganz konkretes Beispiel, das ich recht gut kenne, die University of California ist eine der staatlichen, also bundesstaatlichen, vom Bundesstaat Kalifornien, auch nur zu einem Teil finanzierte Universität, der Rest muss privat kommen. Und Kalifornien war ja auch nahe dem Bankrott und hat halt im Bildungssektor gespart. Und das hat dazu geführt, dass die Universität von Kalifornien ihre Stipendien zurückfahren musste, dann eben weniger Studienplätze zu vergeben hatte, was dann wieder auf, rückgewirkt hat auf die Professoren. Die Professoren suchen die besten Studenten und Studentinnen, mit denen sie arbeiten können und wollen. Also das sind dann, da kann dann schnell was aus dem Ruder gehen. Aber was diese, in den USA spricht man eben von einer neuen Generation von Verschuldeten, die dann ihr Leben lang zurückzahlen müssen. Und jetzt setzt so eine Diskussion ein, werden wir genügend verdienen überhaupt, um unsere Schulden zurückzahlen zu müssen. Ja, ich verstehe. Und dann führt das auch zu ganz perversen Phänomenen, wie zum Beispiel Juristen, die dann eben auch hochverschuldet sind, sagen dann, ich kann es mir nicht leisten, in den öffentlichen Dienst zu gehen, weil ich dort nicht genug verdiene. Ich muss meine Anwaltskanzlei selbst aufmachen und dann gibt es eben so viele Anwälte, die den Rest am Laufen halten. Ja, das heißt, gerade die Hochqualifizierten, die an den besten Universitäten waren, stehen dann für den öffentlichen Dienst allenfalls nicht zur Verfügung. So ist es nicht. Das ist eine Aushöhlung auch der Qualität, die dann in den öffentlichen Dienst gehen. Jetzt, wenn wir über... Die Rankings wollten wir besprechen. Ja, die Rankings, richtig. Ja. Ja. Ja, also zu den Rankings, man kann sie kritisieren, sie werden kritisiert. Trotzdem habe ich die Beobachtung gemacht, wenn ein Universitätsrektor oder Präsident, der die Rankings vorher kritisiert hat, zu Recht, plötzlich
auf seinem Rang nach vorne rückt, ist er sehr zufrieden und kritisiert nicht mehr. Das ist aber also, kein Argument. Das ist menschlich, aber kein Argument. Entschuldige. Und nein, also die, es gibt inzwischen eine Reihe von ganz unterschiedlichen Rankings. Wir sind, die Universität Wien ist natürlich benachteiligt durch die ganz schlechte Relation zwischen Lehrpersonal und Studierendenzahl. Mhm. Das ist einer der Indikatoren. Und also wenn man dann zwei Professoren hat und 4.000 Studierende hat, also oder auch bei der Betreuung von Dissertationen, also das sind zahlenmäßig festzumachende Relationen, die als Indikator dann eine Universität wie Wien in den Keller rassen lassen. Ja, ja. Reden wir über die Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft. Das war ein Thema, das vor wenigen Wochen in Österreich zu einiger Aufregung geführt hat. De facto gibt es diese Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft in einem hohen Ausmaß seit 200 Jahren, seit der industriellen Revolution. Und jetzt ist es in Österreich aber in der Weise signifikant geworden und auf die Symbolebene gehoben worden, indem das Wissenschaftsministerium eben aufgelöst und dem Wirtschaftsministerium angegliedert, untergeordnet, wie immer man es definiert wurde. Es hat wütende Proteste gegeben. Buseck hat geschrieben, hier wird die Zukunft verspielt oder so ähnlich. Und viele, viele, die sich dem angeschlossen haben, sie waren auch dagegen. Ich habe dann einen Text gefunden von einem Oberarzt des Allgemeinen Krankenhauses, der sagt, wozu die Aufregung, hier wird in der Politik etwas nachvollzogen, was in der Forschung längst Realität ist. Die Wissenschaft ist der Wirtschaft zugeordnet. Also so würde ich das nicht stehen lassen, dass sie zugeordnet ist. Ich meine, die 200 Jahre Geschichte, Maria Theresia hat schon gesagt, sie ist sehr dafür, die Wissenschaft und Künste zu fördern, aber nur die nützlichen. Also dieses Gedankengut, also schon 250 Jahre, kehrt natürlich immer wieder der Nützlichkeitsaspekt, ja. Und Politiker erwarten halt, dass das Geld, das man da hineinsteckt, dass das dann eben in Form von Wirtschaftswachstum, Innovation, Arbeitsplätzen und so weiter zurückkommt. Dass es nicht so einfach ist, das nehmen sie nicht sehr gern zur Kenntnis. Und vor allem also in der Grundlagenforschung weiß man ja gar nicht, was wann herauskommt. Also man braucht dann auch diese langfristige Perspektive und auch das Vertrauen, dass Grundlagenforschung absolut notwendig ist und man wird dann später erfahren, was dabei herauskommt. Nicht den wenigsten ist bewusst, wenn sie heute ein GPS verwenden, um sich in einer Stadt, in der sie noch nie waren, zurechtzufinden oder der Taxichauffeur, der sich nicht mehr auskennt. Das geht zurück auf Grundlagenforschung, die vor 50, 60 Jahren von Einstein und von anderen gemacht wurde, ohne natürlich zu wissen, was dabei herauskommt. Also das ist die politische Erwartung, auf Kurzfristigkeit zu setzen und eben wirtschaftlich greifbare Ergebnisse zu haben. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Es ist sicher, in jedem Land gibt es ein anderes Ineinandergreifen. Wir haben keine Großindustrie in Österreich, wir haben kleine und mittlere Betriebe in Österreich. Ja, aber es gibt ja das Problem in ganz Europa. Es ist ja in Europa so, dass es ist ja nicht nur ein österreichisches Problem mit der Grundlagenforschung, sondern so wie ich das gelesen habe, sprechen die Zahlen dafür, dass die europäische Industrie insgesamt nicht so speziell an der Grundlagenforschung interessiert ist, weil ihr das die kurzfristigen Ergebnisse, von denen Sie eben gesprochen haben, nicht bringt, während in den USA es diese riesigen Stiftungen gibt, die nicht nur die Superuniversitäten kriegen. In einem Vortrag von Ihnen habe ich gelesen, die University of Oklahoma hat vor etlichen Jahren
$1 Milliarde als Stiftung gekriegt. Das alles ist in Europa undenkbar und da ist offensichtlich auch die Industrie zu borniert. Also die Industrie in Europa wurde von der Europäischen Kommission verwöhnt. Die Rahmenforschungsprogramme, die es ja jetzt seit etlichen Jahren gibt, wurden ursprünglich dazu gegründet, um die europäische Industrie wettbewerbsfähig zu machen. So stammt das in den Urkunden, also den Verträgen im juristischen Regelwerk. Und erst mit 2007 ist es möglich, eben den Europäischen Forschungsrat, dass wir Geld vergeben können, der jetzt nicht unmittelbar der Industrie zugutekommt. Also was an sich schon ein hochproblematischer Wissenschaftsbegriff richtig, ist. Richtig, nicht? Aber also das ist die Grundlage. Also ich sehe die europäischen Rahmenprogramme aus einer historischen Sicht als eine Art Weiterführung der Subvention der verstaatlichten Industrien, die es früher gegeben hat. Also da hat ja der Staat auch zugeschossen und subventioniert. Also es ist ein komplexeres Verhältnis, als nur zu sagen, also hier Wirtschaft und hier Wissenschaft. Aber um nochmals auf die Schweiz zurückzukommen, die Schweiz ist genauso wie die USA, die Industrie zahlt enorm viel für die Forschung, weil sie sagt, wir wollen uns in nichts reinreden lassen vom Staat, also das ist so das Schweizer Selbstbewusstsein, den Staat klein zu halten. Wir wissen, ob es jetzt Nestle ist oder was immer da an Industrie ansässig ist, wir wissen, welche Produkte wir suchen und wir suchen uns die besten Forscher und Forscherinnen, mit denen wir einen Vertrag eingehen, auch in Sachen Grundlagenforschung, aber wir wollen das selbst machen. Aber das ist die Ausnahme. Ich habe hier ein Dossier der Zeit in der Hand vom August 2013. Der Titel, der Aufmacher ist die gekaufte Wissenschaft und darunter steht: Unternehmen bestellen Studien, engagieren Professoren und finanzieren ganze Institute, die in ihrem Sinne forschen. An den Universitäten ist die Wirtschaft zu einer verborgenen Macht herangewachsen. Und dazu noch ein drastisches kleines Bild. Man sieht da einen Hasen aufgestellt, der eine vor ihm hockende Häsin penetriert und bei dem aufgestellten Hasen steht dabei Industrie und bei der Häsin, die da geduckt am Boden ist, steht dabei Wissenschaft. Ja. Also mir fällt dazu ein anderes Bild ein, nämlich von Churchill. Ja. Und Churchill hat den Ausspruch getan, Wissenschaft, ich muss es auf Englisch sagen, we do not want them on top, but on tap. Also nicht über uns, sondern wenn wir aufdrehen, dann soll die Wissenschaft liefern. Also das ist eine Einstellung, die es gibt. Ich würde aber sagen, das ist nicht typisch für das, was sich in der Wissenschaft tut. Es gibt Bereiche, es gibt in der Biomedizin Bereiche, wo die Pharmaindustrie ganz sehr involviert ist, zum Teil auch Studien bestellt etc., das ist nicht zu leugnen. Aber im Großen und Ganzen wissen alle, man kann aus der Wissenschaft nichts Interessantes rausholen, wenn man sagt, das müsst ihr finden. Okay. Und wenn man das schon im Vorhinein weiß, dann bringt das nichts. Also das Interessante ist, die Wissenschaft so zu fördern, dass man der wissenschaftlichen Neugier Raum gibt und dann sagt, aha, das ist jetzt interessant für uns. Und dann kommt natürlich diese Phase, wo die Industrie dann sagt, naja, jetzt gut und schön, jetzt hör mal auf mit deinen wunderbaren Ideen, jetzt geht es darum, können wir einen Prototyp herstellen, können wir das am Markt verkaufen etc. Gut, das verstehe aber ich diese Idee jetzt, die Wirtschaft will bestimmt, das funktioniert nein, das, so das nicht. Funktioniert so das nicht, funktioniert das ist schon nicht. Völlig klar. Und die Pharmaindustrie ist in dem Zusammenhang notorisch, das ist auch bekannt, aber
Ich habe gefunden, in dem neuen Budget des Europäischen Forschungsrats jetzt bis 2020 sind, ich glaube 17%, wenn ich recht im Kopf habe, sind für die Gesellschaftswissen und Geisteswissenschaften vorgesehen. Und dann habe ich gesehen, was ist da gemeint damit bei den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften. Und da habe ich dann gefunden, Klimawandel, Medizin, Energieeffizienz. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber da steht ja auch wieder eine Riesenindustrie dahinter. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Beim Europäischen Forschungsrat fördern wir bottom-up. Das heißt also, zu uns kann jeder kommen mit Ideen. Wir haben überhaupt keine Prioritäten. Und in den Geistes- und Sozialwissenschaften haben wir, also jetzt ein geisteswissenschaftliches Projekt, das mir jetzt einfällt, ist, hat den schönen Titel, wie kommt man in den Himmel? Und das ist ein Projekt von einem Geisteswissenschaftler, der sich anschaut, was sind die Stätten, die religiös besetzten Stätten, wo ein Religionsgründer vermeintlich in den Himmel aufgestiegen ist. Und er schaut sich die theologischen, Aspekte an, also was ist da eigentlich passiert und wie ist das theologisch verankert. Aber er schaut sich auch an, was sind die geografischen Orte, also ist das auf einem Hügel und wo ist das, in der Wüste und so weiter. Jerusalem waren es zwei. Bis hin, was ist heute dort los, wie viele Andenkenverkäufer sind dort heute und was bringt, also das ist ein Beispiel, das mir einfällt. Oder ein anderes geisteswissenschaftliches Projekt, wo es um das Zusammenleben von Juden und Christen in Andalusien ging, bevor die Juden vertrieben wurden. Und wie diese Art von Konvivialität damals... Entschuldigung, also, da verstehe ist schon. Aber was ist jetzt mit der Energieeffizienz? Fällt die auch... Nicht bei uns. Also wir, wenn jemand kommt und ein sehr gutes Projekt hat, fördern wir das. Aber es gibt andere Teile des Rahmenprogramms, darum sage ich, das ist ein Missverständnis. Aha. Es gibt andere Teile des Rahmenprogramms, wo also ganz gezielt gesagt wird, wir wollen, Klimawandel ist ein Problem, Energie ist ein Problem, Gesundheit, Altern ist ein Problem, wir wollen dort kooperative Projekte haben. Also das ist ein Missverständnis. Bei uns, und das ist eben das Besondere, das ist dieses Bottom-up-Prinzip. Weil mir ist dazu eingefallen, ein Gespräch, das ich vor 25 Jahren oder so lange her mit dem Hans-Peter Dürr hatte, dem Physiker, der den alternativen Nobelpreis auch der den Heisenberg-Lehrstuhl in München hatte. Und der hat mir erzählt, er hat sich einmal überlegt, ein Projekt, das ist wirklich das Theoretischeste vom Theoretischen. Und da hat er sich gedacht, mit dem kann ganz bestimmt niemand etwas anfangen. Und dann ist er zu Ergebnissen gekommen und patsch, die Wirtschaft konnte es brauchen und wenn ich es recht im Kopf habe, sogar die Militärtechnologie. Es gibt in dem Zusammenhang wirklich ganz schwer ein Entkommen. Also Hans-Peter Dürr, hätte es damals schon den Europäischen Forschungsrat gegeben, wäre bei uns sicher durchgekommen. Aber es gibt wirklich ganz schwer ein Entkommen. Und wenn wir jetzt zurückschauen, also der historische Optimismus der Aufklärung hat gesagt, wenn die Menschen mehr wissen, dann wird es ein besseres Leben auf dieser Erde sein. Und der historische Pessimismus heute sagt, Wissenschaft muss sich ihrer Marktchancen bewusst sein und muss letztlich auch auf dem Markt reagieren können. Mir fällt in dem Zusammenhang ein, eine Wissenschaftsmesse in Berlin, Falling Walls, glaube ich, heißt sie, wo Sie im Vorstand sind, wo ich gelesen habe, dass am ersten Tag 100 Wissenschaftler die Chance kriegen, ein Projekt vorzustellen, großartig, haben dafür jeweils 3 Minuten Zeit.
Das heißt, es geht darum, dass für das Projekt einen Investor zu finden. Das heißt, der muss außerdem ein wirklich guter Verkäufer sein, seiner Ware, um in 3 Minuten einen Investor zu finden. Und ich habe mir gedacht, der Sokrates wäre dabei verhungert. Und jetzt weiß ich nicht, ob Sie in Zürich den Lehrstuhl haben, den der Paul Feierabend gehabt hat, was der Feierabend dazu gesagt hätte, zu einer solchen Wissenschaftsmesse. Nein, also da muss ich schon noch ein bisschen korrigieren, weil ich war dort in Berlin und das ist eine ganz wunderbare Veranstaltung, wo im Hauptteil 16 Personen eingeladen werden, die genau 20 Minuten Zeit haben. Also Zeit ist ein gewisser Druck, der da ausgeübt wird. Und in 20 Minuten müssen die vorstellen, welches ist die nächste Mauer, die in der Wissenschaft zum Einsturz gebracht wird. Und das funktioniert sehr gut. Und am Vortag wendet man sich an junge Menschen. Und man will diese jungen Menschen, das ist auch wiederum ein Wettbewerb, und die melden sich an dafür, wie kann ich in 3 Minuten erklären, worum es mir geht? Und denen macht das einen Heidenspaß. Wie kann ich in 3 Minuten mich so ausdrücken, dass das alle wissen? Und dann gibt es natürlich einen Preisträger. Aber das Investment ist so völlig, völlig nebensächlich. Also da geht es wirklich darum, wie kann ich junge Menschen motivieren, über ihre Arbeit zu sprechen. Und dieses Verkaufen, das ist ja etwas, also jetzt, ich weiß natürlich, was Sie meinen mit diesem Verkaufen, das ist etwas, was wir ja heute in der Gesellschaft überall haben. Das beginnt ja bei der Präsentation, wenn jemand sich bewirbt, egal wo, muss man wissen, wie schreibe ich meine Bewerbung, wie präsentiere ich mich, da gibt es sogar Kurse, die man nehmen kann, wenn man das sonst nicht mitbekommen hat. Also das ist üblich und da ist die Wissenschaft halt so wie alles andere auch. Und Paul Feierabend wäre ein glänzender Verkäufer gewesen, weil er sehr pointiert formuliert. Und das hätte ihm einen Riesenspaß gemacht. Ja, schon, aber gleichzeitig hätte er ein gewisses, also ich vermute es zumindest, ein gewisses Grauen dabei schon verspürt, aber ich verstehe das schon. Es geht um eine globale Konkurrenz, da ist auf der einen Seite Europa, auf der anderen Seite die USA und die ostasiatischen Staaten. Es geht um die besten Köpfe. Europa ist entschieden ins Hintertreffen geraten und dass es jetzt den Europäischen Forschungsrat gibt mit seinen strengen Kriterien und seinen Projekten, das ist ja ein riesiger Sprung nach vorne. Das ist ganz sicher so. Aber wir bewegen uns unter Marktbedingungen. Wir müssen uns einfach klar sein, unter Marktbedingungen bewegen wir uns und das hat mit dem Humboldtschen Begriff von Wissenschaft und Bildung vergleichsweise wenig zu tun. Das muss uns einfach klar sein. Ja, nur gerade zu Humboldts Zeit, also ich war einmal an der Universität Göttingen, war ich eine Zeit lang im Universitätsrat und konnte mir auch das Mathematische Institut, sein berühmtes Mathematisches Institut, Hilbert hat dort gelehrt, etc. Und man hat uns dann die Schriften gezeigt, gibt es einen eigenen Raum mit Hilbert-Schriften. Und was ich und viele andere nicht wussten, Hilbert hat dort seine Mathematikvorlesungen gehalten natürlich und immer was Neues entwickelt, ganz, ganz toll. Aber jedes zweite Semester ist er mit seinen Studierenden hinausgegangen und hat Brücken vermessen und hat sie eingeschult in der Mathematik, die man braucht für so praktische Dinge. Und er war nicht der Einzige, auch Madame Curie hat ihre Forschung betrieben. Wie man weiß, sie hat 2 Nobelpreise bekommen, eine der ganz wenigen Frauen mit 2, also Frauen überhaupt mit 2 Nobelpreisen. Aber sie musste auch schauen,
dass sie die Materialien, die sie braucht für ihre Forschung, dass sie die in ihr Labor geliefert bekommt. Also sie war gleichzeitig auch eine Unternehmerin und musste es sein, weil das niemand anderer gemacht hat. Also was ich sagen will, ist, es gibt viele Beispiele in der Vergangenheit und heute auch, dass Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen am Vormittag ihre Grundlagenforschung machen oder am Nachmittag oder in der Nacht und gleichzeitig auch etwas mit Wirtschaft zu tun haben. Also diese Trennung, die einen machen nur das, die anderen nur was anderes. So einfach ist das nicht. Bei Frauen trifft das natürlich in einer besonderen Weise zu. Bevor wir über die Frauen reden, sollten wir, glaube ich, jetzt einmal definieren. Der Europäische Forschungsrat fördert Projekte und vergibt Grants. Ja. Und zwar von Jugend bis Advanced. Also Jugend sind 2 Jahre nach dem PhD. Ja. Ja, also es gibt drei Stufen. Ja. Na, Jugend ist schon klar, nicht Jugend forscht, ja. Die 12-Jährigen, das ist schon klar. Ja, es gibt 3 Stufen. Mhm. Ja, also die erste Stufe 2 bis 7 Jahre nach dem PhD. Das sind, wie gesagt, die Anfänger, die ihr PhD haben, die in der Forschung noch nicht so weit sind. Und dann gibt es die sogenannten Consolidated, 7 bis 12 Jahre. Und da ist natürlich das naturwissenschaftliche Modell ausschlaggebend. Das sind Leute, die dann ihre eigene Forschungsgruppe einrichten. Man forscht ja nicht allein, sondern man braucht eine Gruppe. Und es ist interessant zu sehen, wie jetzt in den Geistes- und Sozialwissenschaften, weil die Grenzen so hoch sind, dieses Modell auch greift. Also, dass jemand dann allein Jahre verbringt, in einem Archiv selbst zu forschen, das wird dadurch ein bisschen unterwandert. Und dann merkt halt auch der Historiker, ich kann schneller vorankommen, wenn ich mir ein paar junge Leute hole und mit denen zusammenarbeite. Und dann gibt es die Advanced Grants, das ist ohne Altersbeschränkung, also das hört nicht mit 65 auf. Und also das sind die drei Zielgruppen, die wir uns richten. Und wie schaut das finanziell aus? Und finanziell gibt es von 1,5 Millionen für 5 Jahre bis zu 3,5 Millionen für unter bestimmten Bedingungen, wenn also auch Instrumente im Labor angeschafft werden müssen, die Teil des Projekts sind, etc. Also es ist eine großzügige finanzielle Förderung. Was das Besondere ist, dass wir das mit der Bedingung verknüpfen, dass die Universität oder Forschungseinrichtung diesen jungen Leuten insbesondere völlige Freiheit gibt. Sie bestimmen, was mit dem Geld zu geschehen hat. Sie bestimmen, wer angestellt wird. Und sie müssen Räume bekommen, nicht, dass sie sich dann da herum kämpfen müssen, wo kann ich da meinen Laborplatz haben. Und wenn die Universität diese Bedingungen nicht einhält, können die jungen Leute ihren Grant nehmen und woanders hingehen. Universität wechseln. Ja. Das heißt, es entsteht auch eine Konkurrenz richtig. Unter den Universitäten, die müssen sich um ihre jungen Forscherinnen und Forscher auch tatsächlich bemühen. Wobei es auch so gelaufen ist, es gab ja relativ starke Befürchtungen, dass im Zeichen der Krise das Budget des Forschungsrates reduziert werden wird. De facto ist das aber nicht passiert, sondern es ist für den Zeitraum 2014 bis 2020 wesentlich erhöht worden. Also das alles sind, wir sprechen jetzt nicht von Österreich, sondern von der EU, das alles sind zumindest zukunftsträchtige Signale und es wäre schön, wenn das in Österreich auch in so irgendeiner Weise korrespondierend aufgegriffen worden wäre, weil sonst, wie Zeilinger sagt, Tragödie. Ja. Naja, und die Tragödie würde darin bestehen, dass die jungen Leute weggehen.
Das hat in Österreich lang gebraucht, bis wir eben dann hier attraktiv genug geworden sind für andere, aber auch unsere eigenen Leute so weit gebracht haben. Sie sollen ins Ausland gehen, aber sie sollen dann wieder zurückkommen und sie kommen dann gern zurück. Und im Augenblick, wenn das einbricht, dann sind die jungen Leute weg. Und was dem Land fehlt, ist auch die Fähigkeit, das Wissen, das anderswo produziert wird, aufzunehmen, umzusetzen. Also es ist dann wirklich eine Tragödie. Kommen wir zu den Frauen zurück. Wir haben das Thema schon kurz angesprochen. Es ist, was die Projekte betrifft, bei den Starting Grants ist es so, dass die Frauen relativ stark vertreten sind. Und je höher man nach oben kommt, desto dünner wird es, was einem gesellschaftlichen Gesamtzustand entspricht. Ja, also wir haben uns das sehr genau angeschaut. Unter den sogenannten Advanced Grants ist der Frauenanteil ungefähr der Anteil von ordentlichen Professorinnen in Europa. Und wenn man nicht ordentliche Professorin ist, hat man eigentlich bei einem Advanced Grant keine Chance. Also insofern entspricht sich das. Das ist ungefähr 10% oder so. 12%. Und bei den Jungen ist es sollte mehr sein, aber hält jetzt noch immer unter 30%. Also es sind 27%, manchmal 28%. Es gibt noch etwas, das Sie in der Göttinger Rede angesprochen haben, nämlich den sogenannten Matthäus-Effekt. Das geht auf das biblische Wort von Matthäus zurück, wer hat, dem wird gegeben. Wer hat, dem wird gegeben. Das heißt, die Hälfte aller Projekte, die gefördert werden, gehen auf etwa 50 Institutionen, Universitäten oder andere wissenschaftliche Institutionen, und die anderen 50% gehen auf 400 bis 500. Inzwischen sind es mehr als 500. Mehr als 500 Institutionen. Also das geht ganz stark auseinander nach dem Matthäus-Effekt. Ja, aber der Matthäus-Effekt wurde, also einer meiner Lehrer an der Columbia war Robert Merton, der hat das auch beschrieben als einer der ersten Soziologen, der sich mit Wissenschaft beschäftigt hat. Und dieser Matthäus-Effekt ist allerdings etwas, das man nicht in die Unendlichkeit fortsetzen kann. Also irgendwann bricht das dann ab, aber wir sehen eine Universität wie Harvard kommt halt immer wieder auf den ersten Platz oder den zweiten Platz. Cambridge und Oxford kommen immer wieder auf die vorderen Plätze, weil sie sehr gut sind. Und wenn man sehr gut ist, hat dann, und da greift der Matthäus-Effekt, aber der Matthäus-Effekt greift auch bei der Anerkennung. Also jemand, der bereits sehr weit vorwärts gekommen ist in der Wissenschaft, sehr bekannt ist. Dem werden dann auch Dinge zugeschrieben, die der nicht gemacht hat. Also auch da gibt es so etwas wie den Matthäus-Effekt. Was wir aber beim Europäischen Forschungsrat sehen, und darauf bin ich eigentlich sehr stolz, ist, dass unter diesen 550 Universitäten, der anderen Hälfte, es jetzt doch etliche Universitäten gibt, die sich ganz bewusst anstrengen. Wir wollen die jungen Leute identifizieren, wir wollen sie fördern, wir wollen hier auch eben wettbewerbsmäßig vorankommen. Ein Thema, das mir untergekommen ist jetzt in Vorbereitung zu diesem Gespräch und das ich interessant fand, passt nicht ganz in den Konnex, den wir bis jetzt angesprochen haben, nämlich, ich will mich damit auch noch weiter befassen, unter den Klimaforschern hat sich ein bestimmtes Klima entwickelt nach dem Scheitern der Kopenhagener Klimakonferenz vor 5 Jahren, nämlich, dass es eine Reihe von denen gibt, die sagt, in der Demokratie wird das nicht funktionieren. Wir werden unter demokratischen Bedingungen den Klimawandel
nicht aufhalten können. Es funktioniert ja nicht einmal das Kyoto-Protokoll, das beschlossen worden ist. Beispiel Österreich, das sich immer als Umweltmusterland aufspielen will, erfüllt das Kyoto-Protokoll auch nicht. Und daher die Überlegung, das geht nur mit anderen politischen Strukturen. Mir ist dazu eingefallen, im Großen und Ganzen sind Diktaturen korrupter als Demokratien. Und dann halt noch ein Argument, nämlich, dass die Politik in dem Zusammenhang, auch was das Klima betrifft, da nicht so besonders viel zu reden hat, sondern es sind die international vernetzten, multinational bezeichneten Konzerne, deren Interessen hier auf dem Spiel stehen und die schlicht und einfach mächtiger sind. Das heißt, wenn man sich eine Ökodiktatur vorstellt, dann geht es am besten so, wie sich der Wolfgang Harich aus Ostberlin das vorgestellt hat. Aber das war vor 30 Jahren und der war ein Kommunist und der hat sich die multinationalen Konzerne in seinem Konzept einfach weggedacht. Aber das Problem ist ein reales. Wie weit Demokratien in der Lage sind, in Kooperation mit Wissenschaft Fragen, die tatsächlich für die Spezies allmählich zu Kernfragen werden, zu bewältigen. Also Klima ist eine wirklich heikle Sache. Es gibt ja die Klimaskeptiker in den USA, die damit überhaupt nichts zu tun haben wollen und das Thema auf diese Weise abwürgen wollen. Aber ich würde bezweifeln, ob Diktaturen die Antwort wären. Denn ich glaube, den Diktatoren ist das Klima glauben wir nicht. Ja. Ziemlich wurscht. Ja. Und es müsste ja dann eine Weltdiktatur sein, weil das Klima lässt sich ja national nicht als Problem lösen. Aber was wir sehen, ist halt, dass die Menschheit wieder mal als Ganzes offenbar nur durch Katastrophen lernt. Und wenn es so weitergeht mit unseren CO2-Ausstößen und anderen klimaschädlichen Abgasen, die ja auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich, auch lokal sehr unterschiedlich erfolgen, dann kann es wirklich zu diesem berüchtigten Umkehrpunkt geben, wo das Ganze dann kippt und dann weiß man nicht, was passieren wird. Und es gibt halt dann diese verrückten Ideen wie Geothermik als Plan B zu machen. Mhm. Also man will dann Schwefelteilchen in die Luft schicken mit Ballonen oder anderen technischen Möglichkeiten, damit eben dadurch die CO2-Auswirkungen gedämpft werden. Ich sehe das auch nicht als die Lösung an, weil damit viel zu viele Risiken verbunden sind. Aber wir tun uns insgesamt enorm schwer, weil es eben wirklich ein globales Problem ist und wir weit entfernt davon sind, Antworten zu haben. Ja, wobei die Vorstellung in dem Fall natürlich in die Richtung geht, einer Transformation einer der Vereinten Nationen oder einer vergleichbaren Institution, weil darunter hätte ein quasi diktatorisches Regime ja überhaupt keinen Sinn. Es müsste eine Reglementierung sein, die durchgreift und die tatsächlich global ist. Oh, das sehe ich global überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht, aber es gibt diese Diskussion. Ja. Ich möchte zum Schluss noch auf ein Buch kommen von Helga Nowotny. Es heißt Unersättliche Neugier. Innovation in einer fragilen Zukunft. Innovation ist ein Schlüsselbegriff, den Sie verwenden, wobei ich das so verstanden habe, dass Innovation nicht nur
innovative Ideen bedeutet, sondern auch Marketing und Durchsetzbarkeit auf dem Markt. Ja. Also, das heißt, damit sind wir genau wieder bei der Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft. Als ich das Buch geschrieben habe, das ist ja schon eine Weile her, war der Innovationsbegriff noch lange nicht so präsent, wie er heute ist. Heute sprechen wir ja von Innovationsunion. Kein Politiker kommt, ohne das Wort zu verwenden, bei einer Rede durch. Und ich habe mich damals gefragt, wieso ist, also ich habe das Gespür gehabt, das ist ein Begriff, der im Kommen ist. Ich hätte es nicht festmachen können, aber einfach ein Begriff, der im Kommen ist. Ich habe mich gefragt, also wieso ist, woher kommt diese Faszination und dieses fast obsessive Hinblicken, das ist jetzt unsere Rettung, Innovation. Und meine Antwort war im Wesentlichen, es gibt so etwas wie eine gesellschaftliche Leerstelle, also wo nichts ist, betreffend die Zukunft. Und wenn wir uns zurückversetzen in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, das waren noch Jahre, wo die meisten Menschen eine Vorstellung hatten, die Zukunft wird besser, Modernisierungsschub, wir kommen einfach voran. Und es hat so etwas wie eine Vorstellung von Zukunft gegeben, auf die man mit Freude und mit Eifer zugegangen ist. Und wenn man das mit der heutigen Situation vergleicht, wo das alles geschrumpft ist auf kleine und kleinste Zeiteinheiten, wo wir nicht mehr von einer Zukunft, sondern bestenfalls von Zukünften sprechen können. Also das ist das, was mich hier beschäftigt hat. Wieso diese Obsession mit Innovation? Und eben die Antwort ist, diese Leerstelle existiert. Wir wissen nicht, was da auf uns zukommt und wir können das nicht mehr positiv besetzen. Eben. Da im Untertitel kommt auch die fragile Zukunft vor. Und fragile Zukunft heißt natürlich auch Angst für viele Menschen, weil wissenschaftlich-technischer Fortschritt bedeutet auch Arbeitslosigkeit, bedeutet auch Manipulation der Natur, bedeutet auch einen nach wie vor existierenden grenzenlosen Kapitalismus, der für sich in Anspruch nimmt, alternativlos zu sein als ökonomische Vernunft, auch wenn es da einige Probleme gegeben hat, die dann individualisiert werden und dem einen oder anderen zugeschrieben werden, als alternativlos als ökonomische Vernunft. Und all das schafft natürlich für Menschen unglaublich viel Angst. Und auf der Rückseite des Buches ist Hölderlin zitiert und ich lese daraus vor: Alles prüfe der Mensch und verstehe die Freiheit, aufzubrechen, wohin er will. Das ist wunderschön. Nur diese Freiheit heute, genau diese Freiheit, produziert natürlich weltweit auch Milliarden Verlierer. Das ist eine dieser großen, großen Herausforderungen, vor der wir heute stehen. Wir wissen, dass eine alte Diskussion, neue Technologien vernichten Arbeitsplätze, es werden zwar neue geschaffen, aber letzten Endes werden mehr vernichtet, als geschaffen werden. Und wie gehen wir damit um? Und eine Antwort ist natürlich zu sagen, wir haben nur die Möglichkeit, nach vorn zu schauen und das Wissen so zu nützen, dass uns etwas einfällt. Und natürlich kommt dann die Frage der Verteilungsgerechtigkeit hinein, eine andere Gesellschaftsordnung, die nicht so wie jetzt auseinanderklafft, die wenigen Reichen. Ich habe vor kurzem einen Artikel in der Financial Times gelesen, erschreckende Zahlen vor 20 Jahren, wie wenig Leute im Finanzsektor in London tätig waren. Das waren dann die 4.000, jetzt sind es 40.000 oder mehr. Aber vor allem deren Gehalt hat sich vervierzigfacht.
Also es ist dieses Auseinanderklaffen von einigen wenigen, die unverschämt reich werden und der Rest wird irgendwo abgehängt. Und es gibt ja jetzt auch an vielen Orten die Diskussion, wen es am härtesten trifft. Das sind nicht die, die schon immer Verlierer waren, so zynisch das klingen mag, ja, sondern es ist die Mittelklasse. Die zerbröselt. Die zerbröselt. Nicht? Mhm. Also dieses, weil die Mittelklasse ja als solides Segment der Gesellschaft relativ komfortabel gelebt hat. Und als Strukturelement einer parlamentarischen Demokratie immer verstanden absolut, worden ist. Absolut. Und das ist, glaube ich, eine der größten Probleme, vor denen wir stehen. Ja. Denn, weil es nicht nur den ökonomischen Faktor betrifft, sondern alle Faktoren unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und der Regelungen dieses Zusammenlebens. Ja. Und insofern, glaube ich, müssen wir auch wieder beginnen, über den Begriff Arbeit nachzudenken. Und was heißt mhm. Arbeit? Und ich sehe halt trotz allem diese Korrelation Bildung und Gesundheit, Bildung und Wohlstand. Also Bildung ist und bleibt ein Schlüssel für die Gestaltung der Zukunft. Bleiben wir bei Bildung, zerbröselnder Mittelstand und der Angst, worüber wir gesprochen haben, dass alles kommt in diesem Zitat vor, das ist das Interview, das der Falter in der Vorwoche gemacht hat mit Ihnen und da heißt, ich zitiere Helga Nowotny, die soziale Innovation besteht darin, schon Mittelschülerinnen zu sagen, stellt euch darauf ein, dass ihr euch einen Teil eures Jobs selbst schaffen werdet. Wir geben euch den Mut und das Know-how dafür, den Mut zum selbstständigen Handeln und Denken. Ja, das ist schön und gut, nur da brauchen wir eine andere Schule. Mhm. Wir brauchen zum Teil auch andere Lehrer und wir brauchen andere Universitäten, denn mit unserem Bildungssystem in der Form wird das alles nicht funktionieren und das wird dieser Generation sehr auf den Kopf fallen. Ja. Und das ist der Appell, den man von Tag zu Tag wiederholen muss. Wir brauchen eine andere Schule, wir brauchen eine andere Lehrer, ja, wir brauchen andere Universitäten, um diesen Problemen, vor denen die Jungen stehen werden, begegnen zu können. Und trotzdem glaube ich, also wenn unsere Generation ihnen nicht Mut macht und ihnen das Wissen gibt, woher sollen sie es bekommen? Ja, das ist schon klar. Jetzt ganz nebenbei, ich habe so verstanden, Sie sind gegen Studiengebühren für den ersten Studienabschnitt zum Bachelor und für Master und PhD sind Sie dann für, ja, für Gebühren. Mhm. Ja. Ja, aus dem einfachen Grund, dass ich glaube, alle 18-Jährigen sollten die Möglichkeit haben, umsonst studieren zu können. Was und wie ist eine andere Frage, das muss man dann auch anders organisieren. Aber dann glaube ich, dass man für Master und für PhD sehr wohl Studiengebühren verlangen sollte und auch ein Matching einrichten sollte, weil Studierende dann oft sagen, ja, also wir werden hinausgeprüft, das ist schlecht für alle. Und viel zu wenig an Angebot und Nachfrage zusammengebracht wird. Und das ist jetzt nicht nur ökonomisch gemeint, sondern wenn ich mit jungen Menschen spreche, die Psychologie studieren wollen. Mhm. Die haben ganz andere Vorstellungen von der Psychologie, die sie studieren möchten, als das, was ihnen geboten wird. Mhm. Und wenn es dann aber verpflichtend ist zu sagen, so, also das ist mein Lehrangebot und ich kläre auf, ja, was erwartet euch? Warum machen wir nicht etwas, es gibt jetzt die sogenannten MOOCs, also die Massive Online Open Courses. Das heißt also, man stellt Lehrinhalte elektronisch zur Verfügung. Und warum machen wir nicht so etwas für unsere Mittelschulen?
Also wir wissen, was in der Psychologie geboten wird oder an der Technischen Universität, in, sei es jetzt Architektur, ein anderes überlaufenes Fach oder auch schlicht und einfach Fächer, die nicht überlaufen sind. Ein Angebot, MOOCs sind relativ billig herzustellen und dann kann ich damit in die Mittelschulen gehen und sagen, schaut, das ist das, was euch erwartet, das ist das, was geboten wird. Interessiert euch das oder wollt ihr lieber was anderes machen und wir sehen dann, wie das weitergeht. Das müsst ihr durch das Internet. Das lässt sich machen, aber man muss dann auch gezielt in die Schule, also jemand muss das organisieren, nicht? Also es ist nicht nur, jeder tippt dann was an, also ich glaube schon, dass man das mit einer begleitenden Person dann an die Schulen bringen sollte, auch um eine Diskussion zu initiieren, Fragen und Antworten zu geben. Also das würde ich mir wünschen, dass da viel aktiver vorgegangen wird, nicht zu warten, so, also jetzt kommt wieder ein Ansturm von Studierenden, die Professoren fürchten sich davor, jammern, dass sie nicht mehr zu forschen kommen, etc. etc. Zum Schluss zwei Zitate zum österreichischen Ist-Zustand. Jürgen Mittelstraß, der Vorsitzende des Wissenschaftsrates: Die Politik versteht die Wissenschaft nicht. Sie spricht vollmundig von der Abhängigkeit moderner Gesellschaften von Wissenschaft und Forschung und tut alles, um sie auf ihre ökonomische Brauchbarkeit zu reduzieren. Und Thomas König, der ein Mitarbeiter von Ihnen gewesen ist im Europäischen Forschungsrat, sagt, Wissenschaftspolitik ist in Österreich vor allem Klientelbewirtschaftung. Das heißt, es gibt eine Menge zu tun. Ist richtig. Packen wir es an. Packen wir es an. Noch ein letzter Hinweis. Es gibt draußen einen Büchertisch. So Sie ein Buch von Frau Professor Nowotny kaufen wollen und dieses allenfalls auch noch durch eine Signatur entwerten lassen wollen, ist sie dazu bereit. Und im Übrigen danke ich ganz herzlich für das Gespräch und Ihnen für Ihr Interesse. Danke. Thank you.